nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Klappt ja wunderbar. Fuß! Wie man sieht. Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Fuß! Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ja, nicht so recht. Ich mag ja sonst nichts anderes. Was war denn das jetzt gerade? Gut gemacht. Wieder einmal. Okay. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Fuß! Muss ich einen bestimmten Körperteil anvisieren? Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ein bestimmtes Körperteil anwählen, um ihm hier die Bälle vom Hals zum Beispiel. Balla. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Natürlich. Fuß! Mano. Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ja. Anvisieren und... Na, bist du wohl? Fuß! Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ro-Wuchs? Ro-Wuchst? Fuß! Fuß! Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Ja. Ich habe ihm die Eier getroffen, aber es hat irgendwie nicht... Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Ich habe auf die Eier gezielt. Wird der Schrei mächtiger. Ja. Fuß! Vogel! Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ich mach doch eigentlich nichts anderes. Fuß! Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ja, ist schon klar. Ja. Anvisieren und schießen. Fuß! Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Das wird lustig, wenn wir nachher noch ein bisschen rumschreien. Fuß! Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Fuß! Der muss doch irgendwann mal die Schnauze voll verwendet haben, oder? Verwendet sowohl Wuß als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger.
Fuß! Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Okay, ist in Ordnung. Fuß! Das wird nichts. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Ich weiß auch nicht. Fuß! Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Fuß! Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Okay. Ich weiß nicht genau, aber ich denke mal, ich muss was ausprobieren. Moment. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Hoppala. Fuß. Ha. Was los? Gut gemacht. Wieder einmal. Fuß. Ah, so funktioniert es. Das gedrückt halten. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Weiß ich nicht, ich hab das noch nie ausprobiert. Fuß, Bro! Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachen. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Wuff. Komm mit, Bori. Boris. Ah, die Sonne scheint, die Vögel lachen. Die schönste Zeit zum Scheiße machen. Es ist die schönste Zeit zum Sch-Sch-Machen. Oh, die brauchen Ewigkeiten, bis sie da sind, ey. Geht's dann nicht dahin? Ach, ja, genau. Na, ihr Vögel, seid ihr auch schon da? Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Ah, der neueste Schrei. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Wult? Das bedeutet Wirbelwind. Ach so. Wult. Wult. Wo? Da. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bringen könnt. Ah, ja. Geht zu Meister falsch rum. So rum. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Erzähl. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Okay. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Darf ich auf Meister deine Schulter steigen? Max. Mein Schatz. Jetzt seid ihr dran. Mach's doch easy. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Das meine ich mit der linken Arschbacke. Mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Natürlich, klar, selbstverständlich, ich kann alles. Glaube ich. Fuß! Entschuldigung. Versucht es noch einmal.
Ich habe natürlich nicht den Wirbelwindsprint ausgewählt, natürlich. Mein Fehler. Atem und Konzentration. Ja, ja. Vergiss, was ich gerade eben gesagt habe. Ich bin zu kurz gesprungen. Moment, warte mal, ich komme rum. Ich komme mal rüber zu dir. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ja, das siehst du mal, gell? Ja, Grimms Märchen und so. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es passiert einfach. Vielen Dank. Wie lautet meine nächste Aufgabe? Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es passiert einfach. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Aha. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. In Ustengraf lebt der Fürst Ustengraf. Ja. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das was mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Ah? Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Könnt ihr mir noch mehr erzählen? Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Was kommt denn noch? Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. Oder Gacken. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Ach ja. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Dabei ist es doch so einfach, den Arbeitnehmer zusammenzupfeifen. Natürlich. Moment. Was nehmen wir denn jetzt? Was nehmen wir? Warum kennen wir? Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Kann ich auch. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Sag ich doch. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Meister. Es gibt nur vier von euch. Fünf. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wann kann ich euren Anführer treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Okay, warum kehrten die Drachen zurück? Das hatten wir zwar schon, aber es ist noch offen. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im großen Krieg ein Anführer der alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Ja, ja. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt wird.